Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Willy Wednesday Video. Heute sind wir auf einem anderen Spot. Die Süße natürlich mit dabei. Ich habe die Winterjacke an, weil es langsam kalt wird. Aber egal, wir sind für euch trotzdem draußen. Wir drehen den Müll ab. Mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Ob wir heute ein bisschen hochkommen in vorne Rad. Ich habe zwei neue Techniken. Und mal gucken, vielleicht klappt es ja erstmal Schritt für Schritt. Mal gucken, ob schon eine Verbesserung zu sehen ist. Ne? In dem Sinne. Bis gleich, meine lieben Freunde. Junge, er dreht schon wieder durch. Oh nein, die Karre kippt. Oh nein, der miese Chunks. Junge, Junge. Alter. Du miese Sau, hör auf und hol mir eine Cola. Ich hab Durst. Ich hab Durst, Alter, bring mir eine Cola mit, Fita Cola Zero. So jetzt aber, der Chunks hat es nochmal los, holt mir eine Cola, sonst verdurste ich hier. Außerdem brauche ich jetzt also mal ganz kurz meine Ruhe. Ich möchte nicht beobachtet werden, wenn ich hier die ersten Wheelie-Versuche oder die nächsten Wheelie-Versuche übe. Das ist ein Kunde, na gut, komm, gucken wir mal. So, der eine Kollege hat geschrieben auf Instagram, Mapping 2 sollte ich nicht machen. Denn da ist ja das Hinterrad-ABS aus und dann blockiert das Hinterrad im schlimmsten Fall. Es geht anscheinend auch auf Mapping 1 und Traktionskontrolle aus. Bin ich mal gespannt, mal gucken. So, jetzt machen wir die Traktionskontrolle aus. Genau, jetzt wenn es an ist, ist es aus. Mapping 1 eingestellt. Und ich habe das vom Kevin Gallas, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, mir angeguckt, den ist ein Wheelie-Video, das hat mir einer von euch zugeschickt oder sogar mehrere in die YouTube-Kommentare geschrieben. Und der macht es ja so, der lernt das von Grund auf. Also erstmal sollen wir lernen, wann die Feder eintaucht. Also ich soll jetzt mich erstmal dran gewöhnen, wann die Feder hier eintaucht, weil dann geht es dann den Schritt weiter. Nämlich, dass man die dann, sag ich mal, leicht hochhopsen lässt. Also der hat gesagt, alles im ersten Gang vor allem. Ich mache das mal nebenbei ein bisschen und quatsche. Ist immer gar nicht so einfach. Dass man ja von Grund auf den Wheelie lernt, obwohl ich das vielleicht ein bisschen schwieriger finde im ersten Gang, weil die da gleich hochkommt. Aber mein, wenn du es von Grund auf kannst und auch im ersten Gang das kontrollieren kannst irgendwann, dann kannst du den anderen Gang fahren und wenn es dann wirklich mal, sag ich mal, kritisch wird, hast du es wenigstens von Grund auf gelernt und nicht gleich, sag ich mal, einfacher über den zweiten oder dritten Gang. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist oder nicht, aber für mich ist alles schwer. Ich gucke jetzt mal, ich übe jetzt mal ein paar Runden mit der, dass die Gabel vorne eintaucht. Weil dann geht's hoch. Oh, ich hab so Schiss, Alter. Ich hab so Schiss, weil die kommt dann wirklich schneller hoch. Aber man soll ja gar nicht so viel Gas geben. Naja, ich übe jetzt erstmal ein bisschen die Gabel einzutauchen. Also ich bin gerade die ganze Zeit noch am Rumtesten. Was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, was die Jungs, auch Los Delos, gesagt hat, dass man die Beine hier ordentlich dran drücken soll. Bei der Husqvarna hast du hier so, sag ich mal, sogar noch den Sitzbezug. Habe ich hier nicht. Also das muss ich auf jeden Fall verinnerlichen. Und ja, ich überlege gerade, ob ich das mit einem Finger mache oder zwei oder keine Ahnung. Weil alle sollten ja wahrscheinlich nicht an der Kupplung sein. Hier liegt da immer ein bisschen Dreck rum, das ist auch ein bisschen blöd. Und keine Ahnung, Alter, irgendwie, weil ich ziehe die ganze Zeit die Kupplung, wenn ich hier so rolle. Und ich bin ja schon übel schnell, wenn ich, sag ich mal, normal die Hand dran halte. Also wenn ich jetzt hier mit den zwei Fingern, so ist sie entkuppelt, so fährt die auch nicht. Aber das fühlt sich irgendwie komisch an. Ich weiß auch nicht. Also eintauchen und Kupplung springen lassen. Oh Mann, Alter, das ist so komisch. Die rutscht jetzt weg, weil sie nass ist. Scheiße. Ach Mann, da muss ich doch davor. Digga, was ist denn das für ein Misch wieder? Vor allem mit diesen Eintauchen. Junge, mit diesen scheiß Handschuhen. Ich habe jetzt schon wieder... Krieg schon wieder übelsten Ausraster. Die sind eigentlich gut, weil die sehr fein sind, aber die sind vielleicht so klobig, hä? Klobig.
Ich setze auf jeden Fall jetzt mal meinen Rucksack auf hier, weil sonst wird das Ding noch geklaut. Und wir üben das da vorne jetzt mal. Weil hier, ich keine Ahnung, geiler Spot, aber hier ist so nass, das dreht durch hinten. Also Jungs und Mädels, Junge, es geht auf jeden Fall übelst auf die Handgelenke. Ich filme jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Es geht, Digga, es ist wirklich gar nicht so. Also ich komme, habe ich schon ein paar welche hochbekommen. Also Kupplung ziehen, bremsen und dann Kupplung kommen lassen und hochschnippen. Und halt Beine fest und die Dings auf der Bremse. Jo, also es geht auf jeden Fall einfacher als beim letzten Mal. Ich muss hier immer nur gucken, weil hier ein bisschen Kies auf der Straße liegt. So. Ui, fast abgekackt. Hä? Das ist meine Karre, die so stinkt. Digga, brennt hier irgendwas? Nee. Ich fahr hier noch irgendwo rein. Digga, verbrennt die schlimm viel Öl, Digga. Das war jetzt richtig weiß hinter mir. Weiß-bläulich, aber wir haben vorhin geguckt nach dem Öl. So, Concentration. Nee, die wird einfach zu heiß. Ich fahr die jetzt mal ein bisschen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, dass die vielleicht ein bisschen abkühlt. Aber ich hab's auf jeden Fall gerade gemerkt. Ich habe es jetzt zwar nicht auf Video gehabt, weil ich mich da so ein bisschen immer unter Druck gesetzt fühle. Ist zwar übel dumm, aber eigentlich auch, weil ich keinen Bock habe, so viel zu schneiden. Beim letzten Wheelie Wednesday Video, Junge, ich hing da vor dem Rechner, ich bin fast durchgedreht. Ich habe die Aggression wieder gespürt, die ich vom Frust, vom Nicht-Können des Wheelies da hatte. Deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen besser zu machen hier. Aber es war jetzt wirklich, es macht Bock, Digga, es ist auch in Ordnung. So, jetzt ist der Lüfter, glaube ich, aus. Oh, jetzt kommt es hoch. Habt ihr es gesehen? Ja, ich hoffe es. Digga, die kommt wirklich hoch. Also ich muss wirklich warten, bis ich mit dem Peterweg ganz unten bin. Weil so halb ist nicht so geil. Jo, Digga, es klappt wirklich. Ist noch über ungewohnt, ich bin auch über aufgeregt gerade. Ich muss mal gucken, dass ich mich konzentriere, um mich nicht zu maulen. Aber es wird. Okay. Jo, jetzt war ich wieder weiter oben. Auch wieder oben. Krass. Also vielleicht immer nur so ein bisschen, aber... Oh, jetzt war ich weit oben, Digga. Jetzt war ich weit oben, aber ich habe zum Glück alles da gelassen, wo es sein soll, mit den Füßen. Ja, ich merke, ich rutsche so ein bisschen auf der Bank. Digga, ich habe, glaube ich, heute nachher einen wunden Arsch. Und ich mache es jetzt hier mit zwei Fingern, damit ich zwei Finger, hier seht ihr es, am Lenkrad habe. Ist zwar übel ungewohnt und mir tun die Finger auch ein bisschen schon weh, die zwei hier, aber es läuft. Oh, jetzt kam so. Hui. Oh, Digga, der erste Gang, Alter. Oh, man muss so dran gewöhnen, ist wirklich so, Alter. So, kurz Pause. Ich habe gemerkt, hier ist zu kurz irgendwie, finde ich. Weil ich ständig die Kupplung ziehen muss, dass die Karre nicht ausgeht. Und hier ist halt ein bisschen feucht, da bin ich vorhin ein bisschen weggerutscht. Deswegen fahre ich hier hinten nachher nochmal lang. In der zweiten Runde, jetzt warte ich kurz auf Chunks, mache hier noch ein, zwei coole Bilder für euch. Und ja, ein bisschen was zu trinken mitbringen. Digga, ich merke schon, ich reibe mir den Wolf und ekelhaft. Und die Karre sieht auch aus, saudreckig. Aber was soll's, ne? Bis gleich, ne? Schön. So, meine Guten, ab zur zweiten Runde. Mr. Chunks ist jetzt wieder da. Hab schöne Cola gesippt. Sagt man heute heutzutage. Ach Junge, was liegt denn hier rum? Hier ist überall Dreck oder Shit. Ja. So, jetzt fahre ich mal hier ein bisschen lang, muss mal gucken, dass hier nicht so viel Müll rumliegt. Das ist Mr. Chunks. Aber ich mache erstmal einen ruhigen, gell? Ah, das ist ja auch hier ein bisschen blöd. Hier so hin und her, oder? Wir müssten weiter vor. Wir müssten vielleicht weiter vor. Oder, naja, ich mach's hier. Ich versuch's jetzt. Einfach, dass du so in der Mitte von der Wiese jetzt hier. Ja. Ich fahre ein bisschen hin und her. So, wir üben jetzt ein bisschen noch.
Hier liegt natürlich übel viel Müll. Ah, jetzt muss ich mich schon ordentlich hinsetzen, Concentration. Wenn man einmal so raus ist, dann ist es wieder ein bisschen schwer. Oh, doch, jetzt kam es wieder hoch. Gut, ich drehe hier mal ab, damit das der Mr. Chunks euch ein bisschen was abfilmen kann. Damit ihr mal seht, wie das von außen aussieht. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt hier die krassen Dinger hochmache. Es geht einfach nur darum, sich ein bisschen dran zu gewöhnen. Na gut, es geht schon ein bisschen, aber ich muss ein bisschen mehr Gas geben. Ha, hast du gesehen? Ja. So eine Scheiße. Hey, verreckt, wieder angegangen, was ist denn das? Ah, ich glaube, Mr. Trunks filmt schon wieder falsch. Der hat die Kamera wieder hochkant. Wir müssen aber Querformat machen, wegen YouTube-Video und so, ne? Ach, Digga, ich bin schon wieder so aufgeregt. Ist immer so komisch, wenn einer mit dabei ist. Ach, jetzt geht hier noch die Reservelampe an, ich drehe durch. Naja. Das ist so scheiße, ich kann hier nicht drehen, Digga. Ach, das ist doch ein üser Schmutz. Jetzt ist Mr. Chunks dabei und wir können ihm wieder zeigen, dass wir was gelernt haben. Da hält er mir das wieder ewig vor. Oh Gott, ich rutsche hier noch weg, Junge, weil hier nur Dreck auf der Straße liegt. Nicht aufregend, Digga. Komm, wir kriegen noch einen schön hin. Oh, jetzt kam es doch wieder ein bisschen hoch. Ja? Man gewöhnt sich. Sobald hier einer zuguckt, Junge, klappt es immer nicht. Der ging hoch. Woo! Geil, hoffentlich war das auf Kamera, Alter. Muss ich gleich mal nachfragen. Gut, also ich hab's euch. Da kommt tatsächlich ein Auto, Digga. Ich dreh durch. Junge, das kann doch nicht wahr sein. Der letzte, den habe ich euch ja eingeblendet, der war eigentlich schon ziemlich gut. Also vorhin hatten wir wahrscheinlich einen Hören, aber es wird, wir haben es ja nur von hier auf dem Cockpit gesehen und nicht von außen, weil keiner dabei war. Aber es geht ja eh nur ums Üben. Machen wir nochmal ein kleines Ründchen. Puh. Okay, jetzt bin ich schon wieder raus, Digga. Eine Minute gequatscht, gleich wieder draußen. Warte mal kurz aufs Auto hier, dass er vorbei kann. Oh, die schleichen schon wieder. Guck mal, wie langsam die sind, Jungs und Mädels. Ich würde noch langsamer fahren. Oh, da sitzt der Tod höchstpersönlich drin. Es merkt man langsam, dass man nicht mehr so viel Kondition hat, weil ich nur noch hoch will. Aber ich merke langsam, wie mein Körper sich der ganze Situation anpasst, sag ich mal, und sich mitbewegt. Aber ich werde gerade schon wieder süchtig, ich will das die ganze Zeit machen. Ja, okay, gut. Gut, Jungs und Mädels, das reicht für heute. Hier ist die Tankanzeige schon. Wir haben jetzt ein bisschen geübt, macht übel Bock. Ich übe jetzt auch mal hoffentlich, wenn ich. Naja, gut. Ich habe eh keine Zeit, mal zwischendurch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, abonniert diesen Kanal. Ich würde mich sehr freuen über die Unterstützung. Hier ist Mr. Chunks. Jetzt swipe ich mal auf die andere Ansicht und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst ein Abo da, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Hab euch lieb. Bis dahin. Ciao.